manchmal habe ich Momente, wo ich nicht so Bock auf die Zukunft habe. So manchmal sehe ich mich nicht so da drin. Manchmal habe ich auch wieder diese Motivationsschübe oder so. Und dann bin ich irgendwie komplett focused und habe richtig Lust eigentlich, was so, also zu sehen, was in der Zukunft passiert. Was macht ihr so für Musikrichtungen? Nice. Ja, keine Ahnung, versucht zu rappen. Ich rappe, ich versuche zu singen, eher keine Ahnung. Also ich mache jetzt schon 2 Jahre vielleicht Musik. So, dass es, also, dass es irgendwie der Lebensmittelpunkt ist. Ja, mach weiter. Also in der Band hat Spaß und singen und da machen wir eher so ein bisschen alternativ, fast schon so Indie-Rock, würde ich sagen, so etwas. Nice. Also ihr könnt ja alle mal, ihr macht doch alle Musik, gell? Cool, Runde vorbei. Der Moonshot ist quasi eure Performance, wie ihr gesungen habt, was ihr so ein bisschen akustisch macht. Dann kommt ein Foto von euch und dann kommt der sogenannte Portrait-Shot. Das ist das Interview von euch. Meine allergrößte Angst ist, allein zu sein. Weil ich glaube einfach, dass Menschen allein nicht glücklich werden können. Und deswegen ist es auch so schade, dass so viele Menschen gegeneinander sind oder dass sie wegen so welchen banalen Sachen nicht miteinander auskommen, weil es einfach viel schöner ist, wenn man etwas zusammen macht und wenn man das schön in den anderen Leuten sieht, weil dann auch die Sache einfach viel schöner ist. Ich glaube, Künstlern im Allgemeinen kommt die Funktion zu, Dinge, die vielleicht alle so ein bisschen mit einer kollektiven Wahrnehmung oder einem kollektiven Gefühl verspüren, sozusagen auf eine Weise auszudrücken, die kontrastreich genug ist, dass jeder so sozusagen verstehen kann oder dass jeder damit sozusagen interagieren kann in irgendeiner Form. Aber ich möchte jetzt an diesem Zeitpunkt in meinem Leben noch nicht sagen, dass ich sozusagen Dinge aus der abstrakten Gedankenwelt den Leuten verständlich mache. Was mich dazu bewegt hat, mein eigenes Ding zu machen, ist einfach, ich habe gemerkt, dass ich, immer wenn ich von zu Hause weggegangen bin, ich habe einfach gemerkt, ich bin glücklicher. Also, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr so unter Beobachtung. So. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich einfach anfange, das zu machen, was ich denke, dass das immer so ein Schritt nach draußen war und immer ein Schritt mehr in die richtige Richtung. Was
was quasi dem anderen fehlt oder was auch immer. Ihr könnt euch, ich glaube, jetzt vielleicht ein bisschen besser fühlen. Wenn nicht, stellt irgendwie Fragen, was auch immer. Wir machen jetzt keine Therapiestunde, wir bleiben jetzt nicht hier sitzen und ich sage, so Jonas, was möchtest du denn von dem Oliver wissen? So, ne? Das machen wir nicht. Aber ihr habt jetzt hoffentlich so ein bisschen so hineinspüren können, was so die Ängste der anderen sind, was so die Erwartungen an sie selbst sind. Und man hört halt überall so ein bisschen raus, dass ihr Paradiesvögel seid. Und deswegen seid ihr bei The Bird. Yeah. Schaut mich an, noch er sieht mich. Was ist die Message vom Song? Also vom Song, das ist so ein Song für schwarze Frauen, aber mehr in diese empowernde Richtung. Und also ich erwähne auch so ein paar Struggles in dem Song, aber es soll hauptsächlich so mehr empowernd sein. Genau. Ja. Schreib den Namen an die Wand. Sei, was später ist. Ich hatte auch sehr oft einen Struggle damit, dass ich einfach nicht nach vorne schauen konnte. Das hat mich sehr, sehr runtergezogen bzw. belastet. Ich wusste auch nicht, an was ich mich irgendwie festhalten soll. Irgendwann habe ich es verstanden und dann habe ich es geändert. Aber selbst als ich es verstanden habe, konnte ich es nicht so umsetzen, wie ich immer wollte. So. Und das hat mir halt, ja, das ist mir halt schwer gefallen eine Zeit lang. Aber jetzt weiß ich, woran ich knüpfen muss, damit es nach vorne geht. So.
alle sind mega, mega geil drauf und auch einfach so, wie man so neue Leute kennenlernt, die einfach so komplett auf der gleichen Welle sind. Ja, ist so. Einfach, von Anfang an wird einfach gewiped. Ja. Ist einfach geil. Ist einfach nice. Aber es ist gut, es geht voll klar, finde ich. Bam, 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 bam. Ja, es hat viel Bild, aber egal. Okay. Einfach noch ein bisschen Probe und Power, würde ich jetzt sagen. Also so ein bisschen einfach, das oft bemerkt irgendwie, dass wir dann in manchen Momenten noch ein bisschen stiller geworden sind oder besonders beim Refrain. Ich glaube, da müssen wir alle noch richtig ja, zeigen, dass wir den dass wir den Song auch wirklich richtig ernst nehmen und ja, dass wir so ein bisschen Passion da rein mal geben. Das normal machen, mach mal übelsten Distort drauf. Mhm. Und die erste Hälfte nur auch nur Kick. Und dann tatsächlich. Und mach mal auch sogar das Snare-Teppich ab vielleicht. Ja, einfach. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man den. Ja. Muss ja auch noch drin sein. Wow, also der Tag, echt entspannt. Ich habe noch nie mit einer Band gearbeitet und in der Mitte von einer, so wenn so da steht ein Trompete und da ist ein Geige. Das war sehr verwirrend. Das ist auf jeden Fall eine Experience. Und hat mir gefallen. Ja. Ach, nice. Aber in dem Song geht es darum, jeder von uns hat Dinge, die ihn oder sie beschäftigt, tagtäglich. Und ich glaube, das Problem ist immer, diese Dinge einfach zu akzeptieren. Und in meinem Song geht es, ja genau, um diese Thematik, gewisse Dinge hinzunehmen. Und das Beste aus seinem Leben zu machen. Genau. Viel Spaß. Unser erster Gig war im Kaffeehaus und es war so wie so ein Heimspiel, weil wir einfach alle kannten und so unsere Familie so da war und es einfach so ein geschützter, kleiner, süßer Ort war, wo wir so uns alle wohlgefühlt haben, aber wir waren trotzdem so exposed zu auch neuen Leuten, die neugierig waren, was wir so gemacht haben und was wir so in den letzten Monaten und Wochen und in den ganzen Proben so zustande gebracht haben. Ja, es war sehr aufregend, aber ein richtig gutes Gefühl zu wissen, dass so die Sopsis vor uns, die beiden Staffeln, das auch gemacht haben und dass wir so die Tradition weiterführen. Als das erste Kennenlerntreffen war, waren wir gegenüber noch sehr fremd, weil man sich einfach noch nicht kannte. Doch dann hatten wir unseren ersten Gig zusammen und das war einfach wunderschön, weil man gemerkt hat, wie sehr man über die Zeit gewachsen ist
miteinander und einfach diese Menschlichkeit und die Musik. Dadurch hat man sich sehr verbunden gefühlt. Sehr schön, weil man wusste, okay, du bist in einem Safe Space, das Wohnzimmer von Bird's Nest kannte man nämlich auch schon vorher und deshalb wusste man, hier kannst du dich ausleben und du warst nicht auf einer riesigen Bühne, du hattest diese Performance-Angst nicht, sondern man wusste, hey, du bist mit den Zuschauern auf einer Ebene. Sowas wie heute wird es nicht in den nächsten 100 Jahren geben. Die Aufregung steigt, Leute. Noch nach jedem Song, oder? Ja. Ja, halt auf. Was ist das? Kann mir das nicht ernst nehmen? Ja, hab ich noch gesagt, aber... Billy Ray! In 3 Jahren L.A. Ruhig. Billy Ray! Mach das, das ist geil. Nee. Okay, wir machen gleich Showdown. Machen wir unten, ja. Zwischen jedem Song. Ja, ja, klar. Außer ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit Billy unten das erste Mal im Studio war, wir uns Samples angehört haben und ich mir dann eins gepickt habe. Die Session war ultra cool und keine Ahnung, während der Session zu wissen, dass man den Song dann performen wird, war schon ein ziemlich cooles Gefühl auf jeden Fall. Showtime! Ich hab mich noch nicht von der Stimme verkauft. Okay, und jetzt bitte ich mal alle Birdies hier auf die Bühne. Mach mal einen dicken Applaus für die Birdies! Come on, make some noise, eh? CY! Meda! Judy! Jonas! Opa! Dann haben wir mal Malik! Caro! Amy! Go, 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 go! Und Olli! Go, Malik! Und wir kommen auch schon zu unserem ersten Song. Schon wieder dieser Blick, ich höre nicht mehr hin, doch ich nick. Er denkt, er checkt, wie ich tick. Und er schaut mich an, aber er sieht nicht mich.
Schon wieder so ein langer Tag. Morgens bin ich jung, abends bin ich alt. Versteck mich in der Menge, ich höre, was sie denken. Und immer wieder bin ich still. Manchmal hab ich Angst, ich will nicht erkannt. Doch du kennst mich und ich erkenne dich. Schreib die Namen auf die Wand. Trag die Message durch das Land. Wie die Wellen auf dem Meer sind wir viele und noch mehr. Dieser Song geht direkt an die Women in Black. Schreib die Namen auf die Wand. An all die Mauern dieser Stadt. Tausend Stürme und dein Herz. Wir sind stärker als der Schmerz. Dieser Song geht direkt an die Women in Black. Stops hat mich musikalisch und menschlich geprägt. Und ja, ist auf jeden Fall eine Zeit, die ich so niemals vergessen werde und die mich auch weiter prägen wird. Das Mikro ist sogar ausgegangen. Ganz kurz. Und ich habe einfach vertraut auf die Cloud. Das war richtig so, als wäre ich verbunden mit ihm. Das war so ein schönes Gefühl. Ich werde dieses Gefühl immer haben, Alter. Du wirst es immer haben, ja, ne? Ja. Ich habe in allen euren Augen gesehen, wie viel Spaß ihr hattet. Wie die Angst aus euren Augen geflogen ist. Ohne Witz. Also, das war wunderschön, einfach anzusehen, wie ihr aufgeht. Das war so crazy. Richtig geil. Das Abschlusskonzert war nochmal so das energievollste und emotionalste Event der ganzen Sache, weil wir einfach wussten, dass das ist, worauf wir ultimativ hingearbeitet haben und wir jetzt so unser letztes großes Konzert haben und dann alles sozusagen vorbei ist, obwohl es nicht vorbei ist, weil wir so immer zusammen sind und die Zeit einfach immer noch genauso schön war und immer noch genauso schön ist, aber das war halt einfach eine wirklich sehr intensive Zeit und wir standen dann da alle den Abend zusammen auf der Bühne und sind danach so vollkommen baff runtergegangen und einige von uns haben geweint und keine Ahnung, es war einfach so atemberaubend und einfach richtig intensiv. Danke, dass ihr alle hier wart, Leute. Wir sind jetzt im dritten Jahr. Das ist wunderschön, einfach zu sehen, dass es immer mehr Leute werden, immer mehr Birdies. Wir haben so viele schöne Geschichten zu erzählen. Und die Reise ist noch ganz, ganz lang nicht vorbei. Soul of Braunschweig 4. Ihr findet es jetzt schon auf Eventim. Also wir machen es noch 1000 Mal. Holt euch am besten gleich ein Ticket. Wenn ihr irgendwen kennt, der sich bewerben möchte, einfach uns auf If a Bird Instagram anschreiben. Und dann wird er auch Teil der Soul Power. Danke, dass ihr da wart. Danke an alle Verdis. Danke, dass ihr auch so viel Geduld habt. Ich weiß, die ganze Scheiße ist immer nicht einfach. Und dass wir auch wirklich immer sehr viel von euch fordern und so. Aber ihr seid einfach die Krassesten von allen. Ihr seid wirklich die Krassesten. Und wir wollen, dass ihr das wisst. Und wir wollen vor allen Dingen, dass ihr auch die Person werdet, die ihr sein könnt und zu die ihr sein bestimmt seid. Und wir werden noch einen ganz langen Weg mit euch allen gehen und wir danken wirklich, dass ihr alle hier sind.
Warte mal, wir machen so. All we need is soul power. All we want is soul power. All we need is soul power. All we want is soul power. All we need is soul power. All we want is soul power. All we need is soul power. All we want is. Hey, you got to get down, 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 down. You got to get up, 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 up. Hey, you got to get down. You got to get up.